Also hier willst du wirklich nicht leben, der Bude. Manchmal. Der ist unten. Na dann. Gehen wir doch erstmal looten. Ach so, verstehe. Okay, drei war richtig. Theoretisch praktisch. Ach so. Ich sollte gucken, was ich mache. Geht 736. Doch. Jo, mach einen Schrott drin. Schrott ist nicht verkehrt in dem Fall. Also richtiger Schrott, Schrott. Verdammt, wo habe ich es nur? Psst, ey. Hier, auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jetzt schon? Aber... Ich muss sofort los. Geh mir aus dem Weg. Nicht so schnell. Du machst einen Fehler. Ich bin nicht so wehrlos, wie es den Anschein hat. Dein Kopfgeld ist mir scheißegal. Dein Kopfgeld interessiert mich nicht. Mann, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Jetzt brauche ich dir ja nichts mehr vormachen. Du hast sicher schon kapiert, warum ich dich gefragt habe, ob du mir ein paar Sachen besorgen kannst. Ich meine, sieh mich an. Da draußen überlebe ich ohne Vorräte keine drei Tage. Wenn ich versuche, sie selbst zu beschaffen, bin ich ein toter Mann. Besser, ich lasse mich nicht auf offener Straße blicken. Glaubst du wirklich, dass du hier sicher bist? Nein, aber lieber eine Wand als ein Messer im Rücken. Ich verstecke mich, bis du zurückkehrst. Ich muss mir wirklich was einfallen lassen. Früher oder später wird man mich finden. Wenn du irgendwann mal ein Plätzchen kennst, wo ich sicher bin, denk an mich. Weißt du, dein Kopfgeld kommt mir doch ganz gelegen. Welche Waren soll ich dir beschaffen? Kannst du dir vorstellen, Kleriker zu werden? Stimmt es, dass du für die Berserker spionierst? Sag mal, gut, was soll ich dir beschaffen? Welche Waren soll ich dir beschaffen? Vitamine, Wachmacher, Proteine. Außerhalb des Kraters lauert hinter jedem Büschel irgendein Vieh. Ich muss verflucht auf Zack sein. Deshalb kann ich es mir nicht erlauben, krank zu werden oder einzuschlafen. Soll ich dir von allem etwas mitbringen oder willst du etwas Bestimmtes haben? Will ich. Ich habe einen nervösen Magen. Da greife ich lieber auf das zurück, was mich nicht auf die Schüssel zwingt. Nimm meine Einkaufsliste. Darauf findest du, was ich brauche. Die Händler hier müssten alles vorrätig haben. Wenn nicht, treib es woanders auf. Dir fällt schon was ein. Genau. Hast du noch was vergessen? Hast du nicht etwas vergessen? Wo sind die Splitter? Hey, was? Du bekommst deine Belohnung. Sobald? Mir geht's nicht um die Belohnung. Die Händler. Umsonst drücken sie ihr Zeug nicht raus. Aber natürlich. Wo steht mir nur der Kopf? Da, das sollte reichen. Beeil dich aber, ja? Lass dich auf dem Weg nicht ablenken. Nett? Nett? Okay. Moment. Oh, sehr groß ist es unser. Na also. Wer sagt's denn? Großer, also 100 hat er uns gegeben. Wer sagt? Geht doch. Ich meine, wir haben also, genug Kohle, aber es geht ums Prinzip, ne? Interessant. Geht doch. Na ja, also. Wie viel haben wir denn aktuell an Schotter? Klick, klick, klick. Ich sehe unseren Edex-Betrag gerade nicht. Ich bin blind. Unser Alex tatsächlich nicht.
Das liegt wahrscheinlich am Menü. Okay. Egal. Später. Rennt der jetzt aber hier draußen rum, oder? Nee. Wo sollen wir denn hin? Achso, das ist wahrscheinlich der Tresor gewesen. Der kann weg. So, wir haben das Zeug wahrscheinlich schon, behaupte ich jetzt mal, ne? Wegen der Lebensmittel. Hast du alles beisammen? Noch nicht. Dann halt dich ran. Okay. Achso, weil wegen der anderen Geschichte. Wahrscheinlich haut er erst ab, wenn er alles hat. Lebensmittel für Crane. Ich bin hier schon Einkaufsfuzzi. Die Händler sollten alles haben. Crane's Einkaufsliste. Kaffeebohnen, 50 Stück. Büchse Dosenfleisch, 3 Laib Brot. Sprühkäse, Salatkopf. Also. Salat haben wir. Sprühkäse müssten wir auch haben, glaube ich. Ja. Kaffeebohnen. Uns fehlen die Kaffeebohnen, okay. Was war das andere? Dreilei Brot und Dosenfleisch. Dosenfleisch sollten wir haben. Beim Brot bin ich mir nicht so sicher. Doch, Brot haben wir. Mehr als genug. Dosenfleisch haben wir auch mehr als genug. Es fehlen wirklich nur die scheiß Kaffeebohnen, okay? Deppen hat in meinem Namen so viel Bier bestellt. Das werde ich euch allen vom Lohn abziehen. Reißt euch endlich mal zusammen mit eurer Sauferei. Dass ihr beim Arbeiten überhaupt noch gerade ausschauen könnt, wundert mich eh. Wenn ihr nochmal sowas abzieht, denkt an eure Bezahlung. Die wird es in Zukunft dann nicht mehr geben. Was ist Ihnen denn? Nils, Ole, Erik. Was? Al-Aaron? Was ist das für ein Name? Bist du endlich wieder zurück? Hast du meine Sachen dabei? Ich bin übrigens Nils. Du musst mich verwechseln. Du musst mich verwechseln. Ach so? Oh. Ich kann mich nur erinnern, dass ich jemandem meine Splitter gegeben habe, um mir meine Sachen wiederzubringen. Ich dachte, das wärst du. Aber gut, dann kennen wir uns anscheinend noch nicht. Ich heiße übrigens Erik. Ich denke, du bist Nils. Hast du nicht gerade gesagt, du heißt Nils? Wovon redest du da? Warum sollte ich das sagen? Du verwirrst mich. Hast du denn meine Sachen dabei, um die ich dich gebeten habe? Von welchen Sachen redest du? Von was für Sachen redest du da? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, ich hatte ein paar Sachen dabei. Dann waren da so Viecher. Dann kam Nils und hat mich gerettet. Ich dachte, du bist Nils. Red keinen Stuss, ich heiße Aaron, habe ich dir doch schon gesagt. Bist ganz schön vergesslich. Auf jeden Fall kam er und hat mich gerettet. Dann war ich plötzlich hier und er hat mich alleine gelassen. Und meine Sachen hat er auch mitgenommen. Glaube ich. Wer ist eigentlich Nils? Wer ist eigentlich dieser Nils? Wovon redest du da? Das bin doch ich. Ich meine den Typen, der deine Sachen geklaut hat. Du hast erzählt, ich hätte jemand hierher gebracht. Ja. Nein. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du mir meine Sachen zurückbringen? Ja. Wegen deiner Sachen. Hast du sie dabei? Wo hast du denn verloren? Hast du sie verloren oder wurden sie dir abgenommen?
Das, keine Ahnung, ist das wichtig? Ich heiße übrigens Aaron. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ist ein bisschen durch, oder? Wo hast du deine Sachen zuletzt gesehen? Ich weiß noch, dass wir zusammen im Süden Halt gemacht haben. Am Rand des Kraters bei einem kleinen See war das, glaube ich. Dort habe ich alles zurücklassen müssen, das mir was bedeutet hat. Suchst du die Sachen für mich? Was sind das eigentlich für Sachen? Naja. Was sind das eigentlich für Sachen, die du suchst? Alles, was mir etwas bedeutet hat, war dabei. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aaron hat sich immer über mich lustig gemacht, dass ich alles mit mir herumschleppe. Hat gesagt, ich soll doch einfach mal alleine losgehen. Aber das kann ich nicht. Alleine bin ich doch aufgeschmissen. Ich verstehe kein Wort. Ist nicht so schlimm. Frag einfach Nils. Er wird dir alles erklären. Ich suche dir deine Sachen. Ich werde deine Sachen für dich suchen. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest meine Sachen schon dabei. Dann, dankeschön. Ich werde hier auf dich warten. Oh Mann. Okay, dann, ich glaube, der hat eine gespaltene Persönlichkeit, der Gute. Oh je. Ein vergesslicher Outlaw. Wo wir denn hin? Hier, okay. Das ist nicht so weit weg, dann lass uns das mal machen. Die Kaffeebohnen holen wir gleich. Die könnten wir auch bei den Berserkern einkaufen oder so. Hoppala. Oh, schade. Viecher auf der Karte. Schön hier. Fehlen nur noch die Cocktails. Schön hier. Ja, gut. Da ist noch Viehzeug. Da war die Granate eben schon fast so schade hier. Für den Schakal. Oh, den nicht. Das Thema hatten wir doch schon, Fox. Bitte nicht. Erscheinen reicht. Nicht kommen, erscheinen. Das darfst du machen, wenn du alleine bist. Oder in anderer Gesellschaft mit Damen. Die sich darauf einlassen. Freiwillig, versteht sich. Da ist noch was Rotes auf der Karte. Achso. Du die? Das ist ein Grottenvogel, okay. Durst? Was ist? Ob du Durst hast oder warum führst du uns an die Tränke hier? Klappe. Geht klar, Chef. Blöder Spruch. Durst? Jetzt. Okay. Gold. Ja, hier müsste das Zeug liegen, oder? Aber hier ist nicht. Nee, hier ist nichts. Schade. Eigenartig. Hm.
Missionsziel. Ich sehe ja auch mit der Brille nichts auf der Karte. Auf der Karte ist gut. Auf, hier rumfliegen. Ich müsste sein Zeug, wenn er jetzt das irgendwo verloren hat, ja hier irgendwo aufblitzen sehen. Hätte sein können, dass der Vogel was hat. Sieht nicht danach aus. Es wird dunkel. Großartig. Ja. Nee, hier ist nichts. Abwärts! Im Wasser liegt anscheinend auch nichts. Ja. Auch nicht. Gut, dann ist das ein Schuss ins Ofenrohr. Wer weiß. Haben wir das vielleicht schon mal eingesammelt und haben es nicht mitgekriegt? Das kann sein. Ich glaube, auf der Ecke waren wir schon mal. So, na dann gucken wir mal, ob er noch was zu sagen hat. Hui, das ging schnell. Ih, der pisst da hin. Wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Aaron, du bist echt vergesslich. Okay. Ja. Will wohl nicht. So, hier sind doch auch noch Händler. Können wir das hier einkaufen? Kaffeebohnen? Nee. Du kannst uns nichts. Da drüben sind Händler. Ja, gut. Dann klemme ich mir das mal. Kopfgeld für Erin, Kopfgeld für Crane. Ach ne, Lebensmittel für Crane. Wollen wir mal Kaffeebohnen? Vicky, hi. Oh. Sag ich nicht nein. Kaffeebohnen, 19 Stück. Na her damit. Die sind natürlich teurer als das, was er uns gegeben hat. Logischerweise. Wie viel haben wir denn jetzt? Ach, es fehlen 3 Kaffeebohnen. Du willst mich doch trollen, ey. Stärke und Attribute. 3 Kaffeebohnen, die fehlen. Echt jetzt? Ach, ein reisender Händler ist das.